Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und heute wird gebohrt. Ich habe vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren inzwischen schon mal ein Video gemacht von genau dem hier, dem Wabeco Bohrständer gegen die Bosch Grün Standbohrmaschine. Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, schaust du mal hier oben an, da gehe ich auch sogar noch ausführlicher auf die beiden Maschinen ein als heute. Denn wir haben gedacht, wir machen mal Folgendes. Wir kaufen die günstigste Standbohrmaschine, die wir irgendwie gefunden haben. Und da haben wir hier von Parkzeit ein Gerät, 110 Euro. Da haben wir gedacht, jetzt gucken wir doch mal, dass wir ein ähnliches Gerät von einem Markenhersteller finden. Deswegen haben wir Flott hier. Gerade Flott ist ja auch ein Name, den viele kennen. Und somit vergleichen wir heute 110 gegen 1700 Euro. Wie immer gibt es jetzt was zu gewinnen, und zwar einen 250 Euro Einkaufsgutschein von GoTools. Alles, was wir zu machen, musst du einfach mal unten in die Kommentare reinzuschreiben. Und schreib doch einfach mal, welchen Bohrständer benutzt du? Was ist deine Meinung zu genau dem hier, beziehungsweise welche von denen würdest du als erstes kaufen? Ich weiß ganz genau, was genau jetzt schon die Ersten in die Kommentare schreiben. Sebastian, was ist hier los? Kannst du nicht mal den und den Bohrständer oder den und den die Standbohrmaschine oder den und den testen? Boah, das Problem ist, das Feld von Standbohrmaschinen ist gigantisch. Und ich und wir alle wussten nicht, was sollen wir als Sinnvollste sonst nehmen, außer die Maschinen, die wir hier haben. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche Standbohrmaschinen wir mal testen sollen, weil... Also wir können uns jetzt auch nicht 20 Maschinen für 2000 Euro hinstellen, das wäre einfach zu viel. Wir haben aber ganz bewusst heute mal gesagt, wir kaufen mal die, die so im Niedrigpreissegment sehr gerne genommen werden. Das sind diese hier. Zusätzlich nehmen wir den hier wieder mit rein, den Bohrständer von Wabeco, weil er sehr, sehr beliebt ist und auch diverse Vorteile hat. Und haben ganz bewusst mal gesagt, um mal auch darzustellen, was ist denn der Unterschied zu einem richtig hochpreisigen Gerät? Wie verhält sich das? Deswegen haben wir Flott genommen. Weil Flott ist ja wirklich ein Name, der für sowas wie Standbohrmaschinen oder Säulenbohrmaschinen oder ähnlichem, ja auch wirklich ein Synonym ist. Was werden wir heute machen? Wir schauen uns gleich mal die Maschinen an, aber dann werden wir 2 Dinge tun. Und zwar, wir werden mal schauen, wie stabil sind denn die einzelnen Geräte. Das heißt, wir messen wirklich nach, wie stabil ist es oder wie sehr ist es ein Wackeldackel, wie sehr gehen sie aus dem Lot, wenn man an den Geräten wackelt. Ja? Zusätzlich werden wir natürlich auch einen Bohrtest machen und dann mal schauen, wie gut bohren sie denn eigentlich. Aber erstmal, welche Maschinen haben wir eigentlich? Wir haben die Parkzeit PTBMOD 710B2, die Bosch PBD 40, den Wabeco Bohrständer B1830 mit der Bosch GSB 212 RCT und die Flott TB 10 Eco Plus. Ich habe gerade schon wieder so ein Rauschen im Ohr, als wenn schon die Nächsten wieder in die Kommentare reinschreiben, warum es denn genau diese Flott ist oder. Und ich muss sagen, ich finde das Thema hier wirklich sehr, sehr interessant, denn die Charakteristik der verschiedenen Maschinen ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, deswegen gucken wir sie uns auch gleich an. Aber ich möchte noch mal eine Sache zur Flott sagen. Bei der Flott ist es so, dass es von der Firma Flott bekommst du wirklich von bis. Und wir haben jetzt versucht, das günstigste Einsteigermodell, was irgendwie geht, erstmal zu kaufen. Und dabei sind wir schon bei 1600 Euro. Das heißt wirklich, wenn ihr so die ultimative Qualität vielleicht euch kaufen wollt, dann müsst ihr schon theoretisch so viel ausgeben. Aber da gibt es noch einiges dazwischen. Deswegen schreibt gerne mal in die Kommentare, was wir alles testen sollen. Und dann machen wir vielleicht mal eine kleine Abstimmung, das und das Gerät. Schauen wir uns mal an. Aber kommen wir mal zur Parkzeit. Und eine Sache möchte ich jetzt gleich mal nennen und da könnt ihr mal kurz mitraten. Nämlich Parkzeit, Bosch, ja hier Bohrständer und die Flott. Welches dieser 3 oder 4 Geräte hier ist das schwerste Gerät? Mal mitraten? Richtig, ist die Flott mit rund 28 Kilo. Welches ist aber das zweitschwerste Gerät von denen hier? Auch mal mitraten von euch? Nein, es ist keins von den beiden, sondern es ist der Bohrständer von Wabeco mit der Bosch drin. Was man überhaupt nicht denken würde, ja, gerade hier die Parkzeit. Und das Gerät hier von Bosch Grün, von, wie heißt es, Bosch DIY Home and Garden. Die beiden sehen ja zwar relativ groß aus, aber sie sind wirklich leichter. Wir haben hier bei Parkside ein Gewicht von etwas über 8 Kilo, bei der hier auch. Und hier sind wir bei rund 10 Kilo, beziehungsweise sogar etwas darüber. Das ist schon mal ganz interessant, um das auch für euch mal ein bisschen zu werten. Aber kommen wir zu der Parkside. Die ist von der reinen Bedienung eigentlich, ja, ganz, ich sag mal, okay.
Warum sage ich okay? Viele von euch kennen solche Maschinen ja, die sind wesentlich weniger kompakt. Nämlich sie gehen nach hinten wesentlich weiter rüber und haben den Motor hier hinten hängen. Und was aber an den Maschinen anders? Genau, man hat einen Riementrieb, den man umsetzen muss, um die verschiedenen Geschwindigkeiten einzustellen. Das musst du bei keiner dieser Maschinen machen, sondern du kannst das einfach nach einem Drehregler schalten. Was ich sehr angenehm finde, weil du musst ja wirklich für die verschiedenen Bohrdurchmesser musst du auf verschiedene Geschwindigkeiten fahren. Dementsprechend haben wir hier bei Parkside hier auch die Möglichkeit, das einzustellen. Und bei den anderen genauso. Ich persönlich würde heute nicht mehr mit einem Riementrieb arbeiten wollen. Ich habe noch eine große Bohrmaschine hinten stehen, von mir privat. Da muss ich das noch so machen, aber es ist echt ätzend. Weil wenn du mal wieder umschalten möchtest, dann sagst du, na das Loch, na ich mache das mal doch mit der falschen Geschwindigkeit. Ja? Weil es ist ja nur ein Loch und das ist dann immer blöd. Hier hast du das nicht. Nämlich, lass uns die Parks heute genauer angucken. Wir haben hier vorne so ein, ja, ich wollte jetzt sagen digitalen Drehregler, aber eigentlich so ein Drehregler. Du siehst aber nicht, welche Geschwindigkeit du hast, sondern kannst sie einfach einstellen. Ja, du kannst sie auch mal anmachen. So, bei der Maschine ist es aber so, beziehungsweise bei diesem Schalter hier vorne, du hast hier 500 Umdrehungen, 900 Umdrehungen, 1300. Die Zwischenschritte, keine Ahnung. Ehrlich, keine Ahnung. Man könnte sich das jetzt so grob hochrechnen und sagen, wie, was, wo, aber es ist auch sehr grob gerastert. Also zwischen 900 und 1300 sind vielleicht, ich mach's mal ganz konkret, 1, 2, 3, 4, 5 Schritte dazwischen. Also die Nuancen kannst du nicht nehmen. Das reicht in der Regel aus, aber na, so doll ist nicht. Was haben wir hier sonst noch? Plus, also an, aus und dann war es das hier auch schon. Ihr habt natürlich hier einen Hauptschalter noch, relativ klein, aber es funktioniert. Was ich gut finde an der Maschine, wo ich sage, ja, eigentlich ganz cool, ist das hier unten. Der Fuß hier, ja, wobei, machen wir es anders. Den Fuß finde ich nicht gut, weil der ist aus Aluminium. Dementsprechend kannst du ihn noch im Verhältnis relativ leicht auch verbiegen. Aber das Gerät soll ja leicht sein, soll leicht verschickt werden können und so weiter. Ist dann halt so. Nein, was ich wirklich gut finde, ist der hier. Und zwar dieser Halter, den du einfach hier so festspannen kannst und dann hast du hier sehr schnell dein Holz festgespannt. Ich hatte hier auch mal Holz. Wo ist mein Holz hin? Ich suche mal mein Holz. Sekunde. So, Holz gefunden und auch mein Gedächtnis wieder gefunden. An der Seite hier, Hauptschalter, was ein Quatsch. Das ist natürlich der Schalter für den Laser. Ja, wir haben hier einen Laser mit dabei. Aber erst einmal hier rein, einfach hier draufgestellt, ein bisschen zur Seite. So, und fest. Ja, und schon ist es fest. Und wir können es nicht mehr, jetzt ist es nicht mehr so grob. Naja, das ist zumindest halbwegs fest. Noch ein bisschen fester. Ja, also ist schon fest. Also dieser Schnellspanner ist schon eine coole Lösung. Auch, dass wir hier diese Aussparung haben auf die Art und Weise, ist es so, wenn wir es hier in der Mitte spannen, dass wir auch wirklich nicht da reinbohren. Ja, das ist wirklich eine gute und probate Lösung, um schnell mal was dort festzumachen. Jetzt gucken wir mal Folgendes. Wie genau ist dieser Laser eigentlich? Und damit kann ich euch gleich noch was anderes zeigen. Erst einmal, hier fällt was auf. Wir wollen jetzt ja den Bohrer einsetzen. Jetzt können wir den hier grob irgendwie festmachen. So, Moment, so ist es ja grob fest. Aber wir brauchen einen Schlüssel. Das ist, finde ich, wirklich altertümlich, noch mit sowas zu arbeiten, weil das geht auch deutlich besser. Aber wir können es jetzt nicht anders, also machen wir den mal schön fest. So, jetzt schauen wir mal hier oben. Wir wollen jetzt die Maschine jetzt runterstellen, wollen jetzt hier mal ein Loch reinbohren. Das geht ja jetzt so nicht. Ja? Also müssen wir weiter runter. Dafür können wir hier einfach einen Hebel lösen. Einfach einen Hebel lösen, die Maschine nach unten tun, können den Hebel hier festziehen und können dann entsprechend jetzt wirklich auf der richtigen Höhe auch arbeiten. Ja, das funktioniert. Und jetzt schauen wir mal, wie gut ist der Laser eigentlich. So, und jetzt punktieren wir immer das Holz und wir sehen, der Laser zeigt genau die Mitte an oder fast genau die Mitte an, das ist vielleicht einen halben Millimeter zur Seite, wohin wir bohren würden. Das, was wir hier haben, ist übrigens der Tiefenanschlag. Das heißt, ich kann hier so ein bisschen hier durchpeilen, kann sagen, ah, okay, einen Zentimeter, ziehe das fest und dann kann ich die Maschine auch wirklich nur einen Zentimeter nach unten bewegen. Kommen wir zu Bosch, zur legendären PBD40. Ich muss sagen, da hat Parkside, glaube ich, ein bisschen sich angelehnt mit seinem Design, wobei Bosch viele Sachen im Detail deutlich günstiger bzw. deutlich besser in der richtigen Formulierung gelöst hat. Erst einmal, der Tisch hier ist größer und auch dicker und wertiger. Das, also zumindest fühlt er sich so an. Auf jeden Fall ist er größer und das finde ich erstmal schon mal sehr gut. Was wir hier sehen, ist auch eine ähnliche Klemmvorrichtung, wenn auch die von Bosch deutlich wertiger wirkt und aussieht. Auch hier können wir das wunderbar festziehen.
Ja, so. Und dann ist hier auch kein Wackel mehr. Also dann bekomme ich auch das Brett nicht mehr weggezogen. Das finde ich eine tolle Lösung. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie genau ist der Laser eigentlich? So, und auch hier seht ihr, der Laser zeigt sehr genau schon den Punkt an, wo sich der Bohrer auftrifft. Ihr seht das hier nochmal. Insofern ist er schon genau genug. Im Gegensatz zu Parkzeit haben wir bei Bosch zwei Gänge. Ich gehe jetzt mal auf den ersten Gang. Und was wir auch haben, ist genau das hier. Wir haben ein digitales Display, somit eine digitale Anzeige. Wir können sehen, okay, wie viele Umdrehungen haben wir denn jetzt wirklich? Und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Übrigens, hier könnt ihr den Laser einschalten, ausschalten, Licht einschalten, ausschalten. Und hier könnt ihr ihn auch nullen für das Thema Höhenbegrenzung. Aber was wir jetzt machen können, ist Folgendes. Wir können die Maschine jetzt erstmal einschalten. Ja. Wir haben jetzt hier 200 Umdrehungen. Wir sind bei deutlich über 800 Umdrehungen rausgekommen. Jetzt können wir Folgendes machen. Wir drehen das hier auf den zweiten Gang. Ganz wichtig, macht das niemals im laufenden Betrieb. Zweiter Gang. Schalten jetzt mal an und haben jetzt auch das Maximum, was geht. Was wir hier übrigens gesehen haben, wir haben hier einen Notaus. Das heißt, wenn irgendwas ist, einfach nur drauf, ist die Maschine aus und hat hier keine Antriebswirkung mehr. Was wir aber gerade gesehen haben, war etwas, was ich ein bisschen lästig finde. Und zwar, wie machen wir denn erst einmal hier etwas fest? Ja, das heißt, wir halten das hier oben fest und drehen dann. So, wenn wir es jetzt fest haben, können wir es mit einer minimalen Umdrehung wieder lösen. Das finde ich ist so wenig. Oder ich habe das noch nicht verstanden. Ah, ich glaube hier, ja, okay, da ist also hier ist der Lock. Das heißt, so ist es gelockt. Und, oh. Ah ja, also wir müssen da dran ziehen. Gut, also wir können jetzt hier das Ganze noch wirklich feststellen und dann haben wir dieses Problem nicht. Aber es ist wirklich eine ganz kleine Umdrehung, um den Bohrer dann wirklich wieder rauszulösen. Ansonsten ist an der Maschine an sich so, dass wir auch hier dieselbe Logik haben. Hier lose drehen. Wir können sie sehr, sehr schön dann, Moment, so. Wir können sie dann sehr schön in der Höhe verstellen. Das ist ganz, ganz einfach. Wieder festziehen und dann können wir das Ganze ja, jetzt hier entsprechend benutzen. Das ist super einfach gemacht. Auch hier die Höhenverstellung mit dem hier ist auch super einfach gemacht und ist dafür gemacht, um wirklich sehr, sehr schnell zu arbeiten. Übrigens hier an der Maschine findest du hier ein Diagramm, welche Bohrer du bei welchen Umdrehungen benutzt. Ja, das ist hier bei Bosch dran, aber ist bei Parkzeit, habe ich vorhin vergessen, auch an der Seite, findest du auch genau hier. Im Grunde wird es jetzt verrückt, weil das ist ja eigentlich gar keine Standbohrmaschine. Denn wir haben ja wirklich hier einen Bohrständer von Wabeco im Wert von rund, apropos Preise, haben wir gar nicht gesagt vorhin. Ja? Wir haben hier der Bohrständer. Ja, hat einen Preis von so zwischen 90 und 100 Euro. Genau dieser, da muss ich vielleicht noch was dazu sagen. Die Maschine hier hat einen Preis von so circa 200 Euro, sodass wir hier einen Gesamtpreis von dem System hier von 300 Euro haben. Bei Parkside haben wir so 110 Euro und bei Bosch haben wir so um die 260 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Ja? Flott 1600, dass wir nochmal die Preise bis im Kopf haben. Und wenn ihr euch für die Maschine interessiert, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr wie immer den ehrlichen Preisvergleich und auch übrigens alle technischen Daten. Aber da komme ich gleich nochmal dazu. Hier bei dem Bohrständer, warum nehme ich den mit rein? Weil er irre beliebt ist. Ich mag ihn auch, ich habe ihn auch bei mir in der Werkstatt, nur in einer anderen Ausführung. Denn diesen Bohrständer gibt es in den verschiedensten Ausführungen. Den gibt es, sodass dieses Rohr hier, nee, beziehungsweise dieser Stab hier, dass der etwas kürzer ist. Den gibt es aber, ich glaube, sogar bis fast 90 Meter oder, fast einen Meter Höhe, sodass du irre viel Bauraum dazwischen hast. Es gibt aber auch die Möglichkeit, hier etwas anderes zu nehmen, sodass du auch noch die Möglichkeit hast, das hier nach vorne und hinten zu fahren, sodass du einen riesigen Raum hast, in dem du arbeiten kannst. Und genau deswegen, weil das System hier so modular ist, ist es auch so beliebt. Du kannst es für dich anpassen, wie du es brauchst. Warum haben wir es aber heute überhaupt mit dabei? Nicht nur, weil es beliebt ist, sondern weil es auch echt gut ist. Wir haben hier eine perfekte Kombination. Ein wichtiger Hinweis ist aber, diese Bohrmaschine ist genau perfekt für diesen Bohrständer. Einerseits, weil die Maschine gut passt, andererseits aber, weil die Maschine sehr, sehr exakt bohrt. Das heißt, die Zentrierung dieser Maschine ist wirklich gut. Normalerweise würde man jetzt denken, das ist eine Schlagbohrmaschine. Ja, die
war aber da vorne so rum. Ja, ist eigentlich dafür gar nicht gedacht, um jetzt wirklich präzise zu arbeiten, würde ich jetzt mal sagen. Aber hier ist es so, dass sie eine irre gute Zentrierung hat. Zusätzlich ist es so, dass wir hier ein Schnellspannbohrfutter haben. Wenn wir jetzt hier mal den Bohrer, wo haben wir jetzt den Bohrer hingetan? Irgendwo ist die Bohrer, da. Wenn wir den jetzt mal nehmen, seht ihr Folgendes. Ich tue den mal rein. Nee, so rum. So. Oder? Das ist immer die Frage, rechts oder links, ja? Die Profis lachen mich jetzt wieder aus. Aber so. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, ich spanne das einfach mal fest. Ihr habt es gehört. Fest. Und jetzt ist es auch wirklich fest. Wenn ihr es jetzt lösen wollt, jetzt ganz einfach. Und zack. Ist wieder lose. Und ich kann es aber auch jetzt hier einfach wieder festspannen. Kein Werkzeug, kein gar nichts. Und das bringt eben diese Maschine mit. Diese zwei Funktionen, die mega gut sind. Ihr habt hier aber noch, ihr habt hier aber auch Nachteile. Genau, hier bin ich. Ihr habt auch Nachteile. Und zwar ist es so, dass wir hier eine Sache nicht haben, was die anderen Maschinen aber hatten. Und zwar eine exakte Einstellung der Umdrehung. Ja? Ihr habt jetzt hier bei der Maschine ja nur Folgendes. Ihr habt den ersten und zweiten Gang. Den könnt ihr hier auswählen. Erster Gang. Zweiter Gang, ja, mehr ist das ja nicht. Und ihr könnt hier die Geschwindigkeit nochmal vorjustieren. Relativ langsam zu relativ schnell. Denn die Maschine hat ja eine Geschwindigkeit im ersten Gang von 0 bis 900, im zweiten bis 3000 Umdrehungen. Aber was ist denn? 900 ist nicht die minimale Drehzahl. Denn es ist so, wir können ja sagen, okay, 900 wäre im ersten Gang ja das Maximum. Aber im Gegensatz zu dir, wenn du jetzt diese Bohrmaschine so in die Hand nehmen würdest und würdest du den Knopf leicht durchdrücken, kannst du vielleicht auch mit 50 Umdrehungen drehen. Das geht ja nicht. Sinnvoll ist es hier bei dem, dass du Folgendes machst, dass du drückst es hier natürlich rein. Ihr seht und hört jetzt die minimale Geschwindigkeit. Und das hier ist jetzt 900. Was ich euch damit nur sagen wollte, ist, die minimale Geschwindigkeit ist irgendwo aus meiner Sicht so bei 200, 250 Umdrehungen. Aber für euch, was ihr mit der Option hier nicht machen könnt, ihr habt hier keine Möglichkeit, eine bestimmte Geschwindigkeit auszuwählen. Ein zweiter großer Nachteil, den ihr übrigens habt, ist, ihr könnt die Maschine nicht einfach so ausschalten. Jetzt könnte man sagen, naja, ich drücke doch hier drauf, kein Problem. Es geht jetzt um einen Notfall. Beim Notfall ist es so, bei der Maschine, ich hau hier einfach vorne drauf. Hier irgendwo muss er da unten. So. Bei der anderen ist es so, ich kann hier einfach ausschalten. Das ist nicht ganz so optimal, aber es geht auch. Auch bei der Flott habe ich hier meinen Schalter. Hier ist es so, ich habe hier nichts und ich muss immer hier hintergreifen. Rein sicherheitstechnisch ist das nicht optimal, aber es ist halt eben so. Schauen wir mal weiter. Wir haben unten einen sehr massiven Tisch. Ja, der ist wirklich massiv, da könnte man jetzt entsprechend wieder auch was festspannen, wie auch bei den anderen Maschinen. Und wir können die Maschine natürlich auch in der Höhe einstellen. Dazu ist es relativ simpel, aber auch nicht ganz so einfach wie bei den anderen Maschinen. Ich muss den jetzt hier lösen. Ja, das heißt also, den hier, den Innensechskant, braucht ihr immer. Dann können wir den auf die Höhe einstellen, die wir haben wollen. Meinetwegen jetzt hier. Und dann drehen wir es fester. Und jetzt haben wir selber Hebel, genauso wie bei anderen Maschinen auch, und können jetzt nur noch in unserer Höhe arbeiten, die wir uns eingestellt haben. Übrigens interessant ist das hier, da hast du auch, siehst du auch genau, welche Höhe, ja, und wie tief du jetzt gerade bohrst. Auch die Tiefenbegrenzung haben wir hier über diesen Stab, den können wir hier auch einstellen von vorne, gar kein Problem. Und übrigens musst du natürlich nicht genau diese Maschine nehmen, sondern kannst auch andere Maschinen hier rein adaptieren. Ich habe nur sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht genau mit dieser und ich würde dir auch immer so eine Kombi aus Wabeco plus genau dieser Maschine empfehlen. Was du aber schon gesehen hast, es ist eben keine Standbohrmaschine, so wie hier. Wir haben hier keinen Laser, wir haben kein Licht, wir haben keinen Notaus in dem Sinne und so weiter und so fort. Das heißt also, du musst schon eine bewusste Entscheidung treffen. Wenn du das hier kaufst, kaufst du es eigentlich aus anderen Gründen. Wir kommen jetzt mal zur Flott. Und die Flott hat schon mal einen großen Nachteil. Sie ist sehr teuer, aber sie hat auch einen zweiten Nachteil. Nämlich, bei den anderen Maschinen konnten wir die Höhe so einstellen, dass wir etwas lose gedreht haben. Und dann hatten wir einen Hebel, um das nach unten zu fahren. Da hat Flott gesagt, da verzichten wir drauf. Das machen wir anders, nämlich wir können hier diesen Hebel ziehen, aber dann ist das Ganze lose und wir sie erstmal locker und wir können sie mit Muskelkraft hoch und runter stellen. Das probieren wir jetzt gleich mal aus. So, zieh mal den Hebel hier. Du ziehst den Hebel und ich versuche sie festzuhalten. Ich habe schon zu. Ja, okay. Setzen wir auf.
Weil die Frage ist, die wir uns stellen, setzen wir jetzt hier unten auf und machen das kaputt oder nicht? Ja. Weiß ich nicht. Wird vermutlich noch tiefer gehen. Und wir probieren das mal. Ja. Ja. Genau, also ihr müsst auf jeden Fall aufpassen. Ja, der Schutz, den wir hier haben, der geht so tief, dass wenn ihr es hier unbedacht nutzt, es einfach aufschlagen würde. Was man aber sagen muss, die Verstellung ist jetzt gar nicht so schwer, denn man kann sie doch hochheben, ja, und dann festhalten und dann einstellen, weil das gesamte Gewicht liegt nicht da drauf, sondern es ist so, dass sich durch ganz minimale Verkantung nicht das Gewicht immer wieder abstützt, sondern ich muss es minimal anheben, kann ich es hoch und runter stellen. Das ist schon okay. Ich habe nicht dasselbe gute Gefühl wie bei den anderen, aber es geht. Was mich jetzt so ein bisschen so ratlos zurücklässt, ist, wenn ich jetzt hier unbedarft das mache, heb's einfach an, dann knallt mir das im Zweifel hier auf diesen, ja, sogar auf das Plexiglas, weil das ist ein Stück tiefer als der Halter, den wir haben. Übrigens, das ist natürlich hier erstmal eine wichtige, ich wollte schon witzige Sache sagen, eine wichtige Sache. Wir haben hier als die erste von den vier Maschinen mal einen Späneschutz. Gerade jetzt im Bereich Metall ist es so, weil viele von euch sind ja Leute, die sehr viel mit Holz zu tun haben und sehr wenig oder gar nicht mit Metall. Da denkst du dir, einen Spanschutz, wozu brauchst du das? Das bisschen Holzspäne, das fusselt da so rum, gar kein Problem. Bei Metall ist das anders. Wenn du Metall reinbohrst, da kann es schon sein, dass sich so eine Spirale bildet. Diese Spirale fängt an, dann um den Bohrer oder um das Material so drumherum zu gehen und schlägt im Zweifel aus. Und genau dafür ist das da, dass dieses Metall sich hier festhält und nicht bei dir an deiner Haut. Weil das macht gar keine schönen Spuren. Also das willst du nicht. Und dafür ist das da. Was für euch aber schon mal interessant ist, ist Folgendes. Ich mache die Maschine jetzt mal an. Und jetzt seht ihr Folgendes. Ich habe jetzt hier mein Werkstück, möchte hier was machen. Übrigens ist kein Halter, kein gar nichts mit dabei im Basisumfang. Das kannst du alles zusätzlich dazu kaufen. Wie übrigens auch das Bohrfutter. Wir haben die Maschine gekauft, bestellt, war da kein Bohrfutter dabei. Original von Flott, kein Bohrfutter dabei. Fand ich ein bisschen schade. Also haben wir nochmal für, ich glaube, so um die 70 Euro nochmal Bohrfutter dazu gekauft. Kein Schnellspannfutter, damit es günstiger ist. Das Schnellspannfutter hätte nochmal so 150, ich guck mal da drüben, 150 Euro, 200 Euro, 300 Euro, 500 Euro, 1000 Euro. War Spaß. Es gibt auch noch mal ein höherwertiges für ein paar Euro mehr. 3 Tage später. Nach reichlichst Diskussion, ob das hier nicht doch ein Schnellspannbohrfutter ist oder doch, haben wir festgestellt, nein. Also so wie bei der Maschine hier ist es nicht, sondern du musst wirklich hier oben den Kranz festhalten, dann kannst du hier das ein und rein rausnehmen und das spannt sich dann auch schön leicht und ist fest, kein Problem. Aber ich mag das so, wie es da ist als Bohrfutter, aber sei es drum. Wir haben hier ein Röhrenbohrfutter, sehr präzise, alles drum und dran. Aber jetzt machen wir Folgendes, wir machen mal das Gerät an. Wir haben hier die Möglichkeit, ja, das Ganze vorzuwählen. An. 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 Geht nicht. Error. Warum? Weil das hier erstmal davor getan werden muss, nämlich so. Das ist ein Mikroschalter, den hört ihr vielleicht sogar. Könnte sein. Jetzt müssen wir Maschine aus, dann Maschine wieder an. Dann ist der Error raus und jetzt können wir es anmachen. Ich nehme jetzt mal die minimale Umdrehung, mache an. Und jetzt läuft sie mit ihren kleinen 250 Umdrehungen und ich kann hier ganz fein justieren. Ja, ein paar Umdrehungen mehr, noch ein paar Umdrehungen mehr und so weiter und so fort. Das ist schon wirklich schön und von allen, ich mache es wirklich auf die kleinste, das ist echt leise. Also das hört man ja fast gar nicht. Also ich kann mich hier drüber unterhalten, das ist überhaupt gar kein Problem. Bei den anderen ist es deutlich lauter, obwohl die Geschwindigkeit gar nicht so viel höher ist. Und gerade jetzt bei 300 Umdrehungen hat mir die andere Maschine auch laufen. Wahnsinn, ja. Also das ist schon eine ganz andere Qualität, was das betrifft. Besonders aber gut ist genau das hier. Und zwar der Hebel und die Tiefenbegrenzung. Wir haben hier einen wirklich schönen Hebel. Ich mag den sehr gerne. Die Frage ist, viele mögen ja zum Beispiel so einen, wo drei Stäbe dran sind, manche mögen das Rad lieber und so weiter. Aber gerade da, wo du so drei von diesen Hebeln hast, im Grunde kannst du eh nur einen anfassen und umgreifen kannst du ja auch nicht, weil, ja, also vielleicht mit der zweiten Hand oder so, weiß ich, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das gerne mögt. Das Rad von Bosch, von der PBD, fand ich ganz gut. Aber das hier ist ein schöner Hebel, sehr schön zu greifen und auch ein schöner Weg. Man merkt hier wirklich absolute Präzision und wirklich sehr, sehr hohe Qualität in der Fertigung. Was ich cool finde, ist der Tiefenbegrenzer, denn er ist super leicht zu verstellen. Ich kann einfach hier reindrücken.
dann ist der Tiefenbegrenzer aktiv und wir haben hier einen Stab, der anzeigt, wo ist er denn gerade. Jetzt hier gerade bin ich so bei 32, 33 mm. Genau da ist nämlich aber auch das Problem. Ich weiß nicht genau, wie viel es sind. Das könnten jetzt 30, 31, 32 oder 33 mm sein. Das ist nicht wirklich gut ablesbar. Das ist nicht so schön, aber ich kann jetzt einfach genau diese Tiefe machen. Kann es auch wieder rausziehen, kann arbeiten, kann auch wieder reinstecken und kann genau wieder mit derselben Tiefe arbeiten. Finde ich super schnell, super intuitiv und echt gut gelöst. Kommen wir jetzt mal zu technischen Daten und das sind Sachen, die mich immer genervt haben, dass ich sie nicht auf den Webseiten der Hersteller gefunden habe. Und genau das gucken wir uns jetzt mal an. Übrigens, wie immer, könnt ihr alle technischen Daten mal ganz kurz hier euch anschauen, vor allem Geschwindigkeiten und so weiter und so fort. Also hier nochmal alles für euch recherchiert, aber jetzt kommen wir zu etwas, was ich, zu einem Thema, wo ich sage, das steht zu selten wirklich irgendwo drin und haben wir nachgemessen. Nämlich Nummer eins, was ist denn eigentlich der Hub, den wir haben, also der Bohrhub? Wie weit können wir jetzt hier, ja, ist der Verfahrweg zwischen oberem Punkt und unterem Punkt, wenn wir die Maschine irgendwo justiert haben. Ja? Genau wie hier oder hier, also ohne festgestellt und genauso wie hier. Und da haben wir schon gewisse Unterschiede, denn wir haben den kleinsten Hub bei Flott. Bei Flott haben wir einen Hub nur von 55 mm. Die Anzeige geht bis 70, aber wir haben nichts gefunden, um das hier auf 70 auch zu bekommen. Das heißt, Flott haben wir 55 mm. Wir haben danach den Wabeco hier mit rund 65 mm. Dann kommen wir zur Parkside. Die haben wir 80 mm Hub. Also ihr seht das ja auch. Moment, einmal einstellen. So, 80 mm. Die wir hier bohren können am Stück. Hier haben wir sogar 95 mm. Das ist schon wirklich irre viel, was wir hier wirklich am Stück, Moment, muss ich auch wieder so machen, was wir hier am Stück bohren können. Ob das jetzt wirklich so sinnvoll ist, das müsst ihr für euch entscheiden. Ich habe selten irgendwas, wo ich mehr als 5 cm am Stück so mit einer Standbohrmaschine durchbohren muss. Aber wer weiß, ja, vielleicht gibt es das ja bei euch. Was ich aber viel, viel wichtiger finde, ist, wie weit ist der Abstand hier wirklich von dem Punkt zur Mitte des Bohrers, beziehungsweise wo der Bohrer anfängt. Ich weiß gar nicht, was wir gemessen haben. Das blenden wir euch mal ganz kurz hier ein. Aber dieser Abstand ist für mich absolut entscheidend. Denn wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe eine größere Platte, auf der möchte ich in der Mitte ein Loch haben, dann wird das schon sehr schwierig. Denn dieser Abstand, den wir hier haben, der ist, da gehen wir mal durch, bei Flott hier am größten. Wir haben hier 18,6 cm Abstand. Das heißt, wir können also, wenn wir ein Stück Holz haben oder ein Stück Metall, können wir vom Rand bis 18,6 cm können wir bohren. Bei den anderen drei sind es nur 12 cm. Da haben wir ein Problem. Aber Moment, das stimmt nicht ganz, denn mit dem Wabeco können wir ja, wir blenden das hier auch mal ein, zwei Aufnahmen, wir können das ja noch deutlich nach vorne verfahren. Da sind Wege von 30, 40 cm ohne Probleme machbar und möglich. Und das ist auch der große Vorteil genau dieses Systems. Kostet ein paar Euro mehr, hast du vielleicht nicht 100 Euro, sondern 200 Euro für den Bohrständer bezahlt und hast wieder ganz andere Möglichkeiten. Als nächstes ist es das Thema Höhe. Wie hoch ist denn der höchste Punkt, den du einstellen kannst? Ja, ich mache es jetzt hier mal beim Wabeco, wo du sagen kannst, okay, wir gehen mal ganz nach oben. So, 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 dass jetzt hier der höchste Punkt, der irgendwie möglich ist. Jetzt haben wir mal Folgendes gemessen. Wie ist der Abstand zwischen diesem Punkt und diesem Punkt? Also wo kannst du, was ist der Raum oder der Bauraum, in dem du arbeiten kannst? Jetzt musst du natürlich überlegen, wie lang dein Bohrer ist und so weiter. Aber diesen Wert, der ist super interessant und der ist bei Flott am geringsten, auch hier mit 18,6 cm. Und der ist bei den anderen überall etwa auf demselben Niveau bei 28 bis eigentlich bei 27 bis 28 cm. Aber auch hier ist es so, bei Wabeco kannst du eine deutlich längere Stange hier ran tun und dadurch auch deutlich höher ausladen. Das heißt also, du musst wirklich für dich entscheiden, was sind da so die Vor- und Nachteile, beziehungsweise welche Bauräume brauchst du denn? Und genau deswegen habe ich bei mir zu Hause Jahrzehnte gefühlt gebraucht, um mir eine richtige Standbohrmaschine auszusuchen, weil genau das etwas war, was mich immer umgetrieben hat, reichen mir hier diese 12 cm. Aber jetzt machen wir Folgendes, wir schauen mal, wie präzise sind die Geräte eigentlich? Für das Thema Präzision haben wir Folgendes gemacht. Wir haben hier eine Messuhr, die auf 0,01 mm genau die Unwucht, die solche Maschinen haben können, auch darstellt. Und da ist es so, wir haben hier vorne einen Messfühler, der wird angelegt und dann wird geschaut, wie weit schlägt denn das Ganze hier aus. Und eine Sache muss man ganz klar sagen, um das auch wirklich in Relation zu setzen.
Es sollte völlig klar sein, dass jemand, der professionell gerade im Bereich Metall arbeitet, der wird nicht diese beiden Maschinen nehmen. Das ist völlig klar. Und wahrscheinlich auch nicht diese Maschine nehmen, sondern immer eher zu Flott oder etwas Ähnlichem oder Hochpreisigem greifen, das sehr, sehr präzise ist. Aber wir wollen euch vor allem mal zeigen, wo sind denn die Ungenauigkeiten und wie viel ist es denn eigentlich? Also haben wir Folgendes gemacht. Wir haben jetzt mal bei Parkside angefangen, diese Messuhr angesetzt und haben dann geschaut, wie viel Unwucht hatten wir denn. Bei Parkside war es so, wir haben 0,2 mm Unwucht im, sag mal, Ruhezustand gehalten. Das heißt also, wir haben die Maschine nicht groß bedient, gemacht, getan, sondern haben 0,22 mm Unwucht. Wo wir schon sagen, ja, 0,2 mm ist schon so eine Sache, okay. Wenn wir jetzt die Maschine hier oben anfassen und am Rad drehen, beziehungsweise wirklich oben sie am Kopf hier anfassen und schauen, mal so ein bisschen hin und her ruckeln, hatten wir schon 0,4 mm Unwucht beim Bohren. Was die Folgen davon sind, gucken wir uns gleich an. Zusätzlich muss man Folgendes sagen bei der Maschine. Wenn ich die jetzt einfach so nehme und hier nur jetzt mal hier anfasse, dann ist es so, dass ich die Maschine von rechts nach links schon gefühlt 1 mm bewegen kann. Das relativiert sich so ein bisschen beim Bohren, weil durch die Massenträgheit die Maschine schon irgendwo versucht, so ihre Zentrierung zu haben. Aber wenn ich jetzt hier rechts und links drücken würde, dann ist das schon, ihr hört das auch, ja, das ist nicht präzise und nicht genau, sondern die Maschine hat da schon eine gewisse Rechts-Links-Neigung, Rechts-Links-Drall. Und damit ein 100% präzises Loch zu bohren, ist sehr schwer. Gerade übrigens, wenn du mit Forstner-Bohrern bei solchen Maschinen arbeitest, ist es so, dass sie ein kleines bisschen sich das Bohrloch ausleiern. Also wenn du zum Beispiel genau ein 50er-Loch brauchst, wird das wahrscheinlich eher ein 51er-Loch. Das ist meine Erfahrung mit solchen und ähnlichen Maschinen, die hier diese gewisse Unwucht drin haben. Jetzt sind wir zu Bosch gegangen. Wie war es hier? Da hatten wir, ohne dran rumzuwackeln, eine Ungenauigkeit von 0,15 mm. Also schon mal besser als bei Parkside, prozentual, Riesenunterschied. Wenn wir dran gewackelt haben, also wenn wir versucht haben, hier oben erst einmal so in der einfachen Bewegung zu sein, dann hatten wir nur 0,24 mm Unwucht. Was deutlich weniger ist als bei Parkside, also fast nur die Hälfte. Man muss aber auch hier sagen, diese Maschine macht genau dasselbe. Wir haben rechts, links, ja, schon eine gewisse Unwucht, die wir hier dabei hatten. So dass wir auch bei der Maschine sagen, naja, für Metall, also reine Metallarbeiten, sind die eigentlich nicht wirklich geeignet. Schauen wir uns mal das hier an. Und hier ist es sehr, sehr erstaunlich, denn wir haben hier ein sehr minimales System, sehr, sehr viel Metall, quasi keinen Kunststoff verbaut. Wie ist es denn dort? Dort war es eigentlich erstaunlich, denn wir hatten hier dieselbe Unwucht, ja, im Stand von auch 0,15 mm. Jetzt gemessen, ja, wie bei der PBD40. Aber wenn wir versucht haben, eine Unwucht herzustellen, war es nicht möglich. Das heißt, die Maschine ist so starr erstmal in sich, dass auch beim Hin- und Herziehen wir trotzdem bei 0,15 geblieben sind. Hier ist aber eine Sache wirklich zu sagen. Wenn wir anfangen, das höher zu machen, wenn wir eine Ausleitung dazu holen, dann steigt natürlich die Fehleranfälligkeit und auch dort wird die Maschine weniger genau. Das ist etwas, was man einfach einkauft. Man kann sich natürlich vorstellen, wenn wir hier jetzt meinetwegen auf 50 cm in die Höhe und nochmal 30 cm nach vorne gehen, dann ist es logisch, wie viel Kraft man auf einmal ausüben kann und dann haben wir auch eine höhere Ungenauigkeit. Kommen wir zu Flott, da war es nochmal anders. Erwartungsgemäß sehr, sehr gering und man muss auch sagen, vielleicht auch in der Messtoleranz, die wir hier haben, denn bei Flott hatten wir eine Ungenauigkeit von 0,06 mm, die wir gemessen haben. Also das ist wirklich enorm wenig und das kann man hier drauf nur noch geringfügig erkennen, aber es geht. Und wenn wir versucht haben, irgendwie an den Dingen rumzumachen und zu racken und zu tun, hatten wir 0,01 mm mehr, also ergo 0,07 mm. Soweit so gut. Wenn man jetzt aber die Maschine selber, wenn man diese Maschine selber nochmal in die Hand nimmt und versucht hier an der Maschine rumzumachen, also wirklich hin und her zu drücken, zu machen und zu tun, du merkst hier null. Das, was die anderen Maschinen hier hatten, so ein leichtes Spiel, irgendwas, hier null. Also vielleicht könnte man das mit irgendetwas auch nachmessen, natürlich. Aber es ist enorm, also wirklich enorm stabil. Das merkt man auch an dem Tisch, der verwindet sich nicht. Der Tisch von der günstigen Bosch und der Parkside, das ist so, dass der Aluminiumtisch schon irgendwo mal nachgibt, wenn man so nach rechts und links geht und sehr viel Druck ausübt. Hier nicht. Dieser Tisch ist irre stabil und hat eben genau das, was du haben willst. Absolute Präzision.
Jetzt habe ich so viel erzählt und jetzt kommen wir erst zum Bohren. Und darum geht es ja eigentlich bei den Maschinen. Aber ich wollte, dass ihr all diese Informationen vorher habt, um für euch auch das einschätzen zu können, was ist denn der Unterschied. Weil diejenigen, die sich damit noch nie beschäftigt haben, werden auch sagen, Mensch, 200 Euro, 1600 Euro bzw. 1700 mit Baufutter, ja, da, was soll denn das, da kaufe ich doch die. Aber ich denke mal, jetzt wird euch klar, wo der eigentlich der Unterschied ist. Ja? Und übrigens, nicht, dass ihr das denkt, ja, nochmal zur Sicherheit, bei der Flott, es gibt Maschinen, die sind 2 Meter hoch und da hast du 1,50 Meter Bauraum dazwischen. Das ist alles kein Problem. Das ist so eine Säulenbohrmaschine. Also es gibt es alles, aber wir wollten wirklich was Günstiges nehmen in dem Moment. So, kommen wir zum Bohren und fangen wir einfach bei Flott an, weil wir da eben aufgehört haben. Hier ist es relativ simpel, ein absolut perfektes Ergebnis. Und zwar haben wir hier zweimal gebohrt, Bohrung 1, Bohrung 2, das ist was anderes. Und haben hier wirklich, also es war... Das Schöne ist, wenn eine Maschine sich nicht bewegt, kein Spiel drin ist, dann kannst du sehr exakt ansetzen und dann auch sehr exakt dann wirklich bohren. Und das ist ein anderes Gefühl in der Maschine, weil wir haben hier wenig Unwucht und dadurch ist es so, dass du bei schönen Geschwindigkeiten ganz langsam und exakt runterbohren kannst. Es macht Spaß. Also das ist wirklich toll. Kommen wir zum Wabeco. Hier ist es so, also den Bohrständer mit der Bosch Bohrmaschine drin, dass auch das hier wunderbar funktioniert hat. Aber man merkt ja schon einen deutlichen Unterschied, weil eine Kleinigkeit, wie zum Beispiel die Feder ist eine andere, der Hebel ist eine andere, ja, wie die Bedienung ist, ist einfach ein bisschen anders und nicht diese absolute Präzision wie bei Flott. Natürlich funktioniert das, hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Das Loch sehr schön, Bohr hat gesagt, kein Problem, machen wir alles, kein Ding. Und hat hier wunderschön diese Löcher reingebohrt. Und man merkt auch zwischen bei den Löchern zwischen Flott und dem Ständer jetzt erstmal keinen Unterschied. Denn hier, der es jeden Tag 20, 30, 50, 100 Mal macht, der wird auf jeden Fall einen Unterschied merken. Weil das sind dann diese Kleinigkeiten gerade in der Bedienung. Deswegen bin ich da mehr drauf eingegangen. Kommen wir zur Bosch, also zur PBD40. Dort ist es so, das sehen wir hier unten. Auch dort haben wir sehr, sehr schön die Löcher dort reinbekommen. Und das war kein Problem. Ach, eine Sache muss ich noch sagen. Bei dem Bohrständer hast du natürlich immer wieder das Gefühl, wie viel Umdrehung nutze ich denn jetzt eigentlich? Ich müsste jetzt 380 und weiß das nicht. Das ist so ein Gefühlsding. Das finde ich nicht schön. Ja? Es funktioniert alles, aber es ist irgendwie nicht so ein schönes Gefühl wie bei der hier zum Beispiel. Perfekte Umdrehung eingestellt und schon ging es los. Die Löcher selbst, ja, haben sehr gut funktioniert. Erstes Loch, zweites Loch, kein Ding, hat geklappt. Schwieriger wurde es jetzt bei der Parkside. Die Umwucht der Parkside war scheinbar hoch genug, um dem Bohrer so den letzten Rest zu geben. Denn wir haben das erste Mal angesetzt. Durch die Unruhe ist hier auch am Rand hier so eine kleine Wulst auch drumherum entstanden, was die anderen nicht hatten, weil normalerweise wir erwarten, ein Bohrer nimmt das Material ab und geht dann langsam rein. Hier ist es so, dass ein bisschen Material auch nach außen verdrängt wurde, obwohl der Bohrer zum Start der ersten Bohrung noch scharf war. Haben wir die erste Bohrung gemacht, hat funktioniert. Okay, wollten die zweite Bohrung machen, da hat der Bohrer aufgegeben. Meine persönliche Vermutung ist, ganz einfach, weil er einfach nicht mehr konnte. Durch die Unwucht, da ist er da so, da sind die Schneiden nicht mehr scharf gewesen und hat gesagt, geht nicht mehr. Wir haben es auch in einer anderen Maschine nochmal probiert, der Bohrer war tot. Wir haben übrigens relativ viele Tests gemacht. Wir haben also auch meinetwegen die Flott genommen und so weiter und haben denselben Bohrer genommen und haben da mehrere Bohrungen gemacht, immer wieder. Das ist überhaupt kein Problem gewesen. Das muss hier wirklich das Thema Unwucht gewesen sein oder ein Zufall, ja, dass es genau da aufgegeben hat. So, und ihr seht, das sind die Unterschiede der Maschinen. Rein, um irgendwo in diese Platte ein Loch zu bohren, gar kein Problem. Wenn du exakt an derselben Stelle ein Loch bohren möchtest, die auch nicht nach rechts und links irgendwie sich irgendwo hintüdelt, ja, wie ich immer so schön sage, dann weißt du jetzt, welche Maschine die richtige für dich ist. Was du einfach bedenken musst, ist Folgendes. Was brauchst du? Wie viel Hub hier brauchst, also wie viel Hub an sich brauchst du, ja, die du jetzt hier einstellen kannst? Welche Bauhöhe brauchst du, die du hier dazwischen hast? Welche Ausladung brauchst du? Und auch welche Präzision brauchst du? Das musst du mal für dich entscheiden. Für das im privaten Bereich werden solche Maschinen wahrscheinlich immer reichen. Ja, auch selbst wenn du mal ab und zu mal ein Loch in Metall machst. Bei Holz sowieso, wobei ich da wahrscheinlich eher dahin greifen würde, wegen der Ausladung auf Holz hast du natürlich auch manchmal bei 20 cm, dass du ein Loch reinmachen möchtest. Wenn du jetzt absolute Präzision haben möchtest, wird es wahrscheinlich Flott werden oder etwas Ähnliches. Aber das geht auch schon ganz schön ins Geld und da musst du entscheiden, was du brauchst.
Mich würde interessieren, welche Maschine sollen wir noch testen, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Mich würde auch interessieren, was haltet ihr von den einzelnen Maschinen und vor allem diejenigen, die diese beiden haben, was habt ihr mit denen für Erfahrungen gemacht? Wo sagt ihr, Mensch, ist meine Sichtweise vielleicht sogar völliger Quatsch? Würde mich super, super interessieren. Wir lesen es in den Kommentaren. Denkt dran, es gibt das Gewinnspiel. Und bis dahin, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.